Dafür habe ich 5 Minuten gebraucht, um meine scheiße Kollege zu holen. Ey, der Gag war ein bisschen. Ich muss gerade selber überlegen. Doch in die Richtung. Es tut mir so leid. Den Gag hast du 5 Minuten gebraucht. Ja. 5 Minuten, das hättest du auch organisieren können. Ja, lass mich doch. Mir halt so spontan eingefallen. Fette Haken aber immer noch nicht, ne? Ich aber. Oder soll ich dich mit einem da lang, genau, da hoch müssen. Brauchst du nicht unbedingt. Also Melvin hat es das letzte Mal auch ohne Kletterhaken geschafft. Oder die mit Kletterhaken gehen runter und die anderen müssen halt runterspringen. Das können wir auch machen, wir können euch ja wiederbeleben. Okay. Ja. Ich hab Kletterhaken. Ich komm mit ein. Ich glaube, ich bin die Einzige, die keinen Kletterhaken hat. Dabei warst du schon in dieser Höhle, wo es den gibt. Weiß, aber ich bin dauernd von meinem Internet rausgeschmissen worden und ja. Ach stimmt, das war ja das schöne Moblan. Weißt du, hattest auch in letzter Zeit mal wieder Moblan? Nein, nein. Ständig. Ich glaube, das Moblan sucht sich immer den nicht, wenn einer nicht online ist. Hab ich auch so das Gefühl. Habe ich überhaupt. Ja, stimmt, habe ich die Taucherausrüstung? Oh, ich habe die Taucherausrüstung an. Braucht man die Taucherausrüstung? Ja, einmal brauchst du sie auf jeden Fall. Scheiße. Das wird witzig. Einmal brauchst du sie auf jeden Fall. Ach, Cassie, wir werden das schon irgendwie überleben. Anscheinend hat Cassie die Taucherausrüstung nicht. Na, wie ist denn das, wenn sie jetzt unter Wasser K.O. geht? Dann verliert sie ihre Sachen, wahrscheinlich. Naja, die geht ja erstmal nur bewusstlos. Ja. Wenn wir sie dann, wenn dann jemand mit Taucherausrüstung sie heilt, kann sie da nicht weiterschwimmen, bis sie wieder Sauerstoff verloren hat? Mit Sicherheit. Ja, aber ich hab ja dann... Problem, ich hab auch keine Taucherausrüstung. Och, Mann. Ich bin nicht Babysitter. Wie kommst du jetzt auf Babysitter? Weil ich nicht auf Cybert auf war. Ne, Cassie passt auf Cybert auf, du passt auf Cassie auf, Melvin passt auf dich auf und ich hau von der Insel ab. Warum soll ich auf meine Frau aufpassen? Hey. Ach stimmt, die Frau passt ja immer auf den Mann auf. Genau. Ich weiß zwar nicht, wo es lang geht, aber ich bin immer der Erste. Einfach mir nach. Eike. Ja? Ne, ohne Schmarrn, ich weiß, wo die Höhle ist. Schön. Ich weiß nicht. Hier ist er. Meint ihr die Endhöhle? Ja. Alle ab in die Freude bereit. Ja. Oh Mann. Jetzt aber bei allen hier. Kann es sein, dass man schneller Energie regeneriert, wenn man sieht? Wieso fällt hier jemand ein Baum? Keine Ahnung, ob das, doch, ich glaub schon. Leidenschaft pur. Ey, Melvin, wo bist du? Ja, das... Hier abspeichern, lasst hier mal Dings machen. Dann muss... Einfach nur, dass wir, wenn wir... Warte, ich hab's Dings. Jemand hat mir das gesagt. Doch. Nee. Fertig. Jo, ihr seid echt weit weg. Wir sind in der Endhöhle. Ja, hab ich gemerkt. Hi, Rox, ich seh dich durch den Schlitz. Du stehst mit dem Rücken zu mir, du Knallbirner. Dreh dich mal um, Tyrox. Ist doch ein geiler Schlitz, oder? Hab ich Dynamit? Nein, scheiße. Guck mal, ich kann sogar meinen Stab hier reinstecken. Kann ich auch. Dann wirst du eure Stäbe reinstecken können. Ja, Cyber, du kannst... Hast du es wieder... Ey, Fan. Tut mir leid, dass ich dich als Cyber beleidigt habe. Wieder... Ey. Cyber.
Was denn? Der war weg. Komm mal rein. Ach, Cassie, ey. Schick dich mal ein, die sind tot. Alter, was hast du für eine Brille auf? Das sieht aus wie so eine schlechte Disco-Brille. Frisch aus den 80ern. Ja. Hab ich auch den Eindruck. Ach, hier. Oh, ja, Cassie, das machen die Leichen, oder? Die machen krank. Was steht denn da draußen? Da, Rox. Warum bist du nicht da in der Höhle? Hallo? Wir wollen laufen. Genau. Tyrox hat Angst. Deswegen kommt er nicht. Oh, hier ist der halbe Harald. Hier ist der halbe Harald. Spatz, Spatz, Alter. Spitz, Spatz, Spatz. Oh, da machen wir alle Schmuck. Ah, meine Hände. Ah. Boah, ist das hübsch super. Freiburg werden unsere Hände erwärmen. Schön. Ja. Ach, in der Höhle sind wir. Hallo, Leute. Sieht schön hier aus, ne? Ach, hier kann ich mich noch dran erinnern. Das war schön hier. Ich muss jetzt gerade selber überlegen. Man kann runterspringen. Welches wir runter müssen. Ist das das große? Ja, nee, hä? Das ist noch nicht der Kess. Eigentlich, wo müssen wir denn überhaupt hin? Zu dem großen Loch in der Mitte? Ja, genau, wo du runtergeplumpst bist. Wegen Cassies Dynamit. Ach, hier ist der Arm von Dings. Mein Dynamit! Warte, Ike. Welcher Arm? Welcher Arm ist das? Von. Ja, welcher? Rechts oder links? Links. Oh, der fehlt mir noch! Der fehlt mir noch! Warum fehlt mir jetzt das linke Bein? Alter, wollt ihr mich verarschen? Warum hat mir das rechte? Warum hat mir über. Hä? Also, ich fühle mich echt verarscht. Also, ich hab alle Teile. Wartet, ich auch. Zusammencraften, ja, kriegst komm. Dings. Ein Achievement. Hier, ach. Dikas, hier in der Ecke. Deine Ecke. Baby. Ja, Achievement. Ich bin ein guter Vater. Ich hab ein Achievement bekommen. Hey. Du bist ein guter Vater. Nein. Spielzeug gefunden. Ey, Melvin? Ja? Geht das nicht in die Rüstung zum Kletterhaken für Cassie? Das müssen wir jetzt gucken. Oh, Drinks. Pass auf, Babys. So, jetzt können wir eher das verbringen. Die sitzt nicht hier. Da brennt die Babys. Okay, hier geht's nicht zum Kletterhaken. Oh, ich dachte zuerst, das wäre der. Also. Ja, so oder so, wir müssen runter, ne? Ja, aber hier geht's runter. Stopp. Springen! Ach, Melvin, das war das, wo wir wieder zurück mussten, weil wir eben nicht weitergekommen sind, oder? Nee, hä? Warte mal, dort geht's ja wieder hoch da drüben. Nee, das war's. Sag's mir, wenn er runterfällt. Boss, der Arsch hier vor mir, der schubst mich. Du hast mich fast runtergeschubst. Ich hab gar nicht. Doch, du bist an mir vorbeigerannt und ich wäre fast runtergeflogen. Ich wäre fast runtergeflogen, weil du mich gestochen hast. Richtig so. Dann schwer. Ich glaub nicht nur mit dem Speer. Melvin, ich glaube, gerade in meinem Arsch. Ja. Nein! Ich hab's überlebt! Geil! Alter! Ihr könnt hier runterspringen, wo ich bin. Ich weiß. Ernsthaft? Ey, wo ich gesagt habe, da wo ich bin, nicht neben mir. Ja, ich bin ja.
Oh, die Leiche, kann man die essen, kann man die essen? Die Leiche, kann man die essen? Aber komm. Du warst hier irgendwas. Runterspringen. Ja, ich nehme den sicheren Weg. Ich hab die zwei hier unten lebendig gemacht. Wo ist die Cassie? Zum Glück habe ich noch Knochen. Da oben. Cassie, spring hier runter, wo wir sind. Da, wo ihr seid. Das wäre fast gut gegangen. Ja, vor allem, ich bin da drüben im Wasser. Yo, easy, MLG. Er hat es überlebt, ernsthaft. Mann. Hier, ja, seid mal ganz kurz ruhig. Cassie, sneakst du gerade? Gut, und jetzt spring hier runter, wo ich bin. Dann genau da, wo er ist, sonst verkackst du, sonst bist du tot. Da landest du im Wasser und du überlebst das. Hier ist überall Wasser. Oh. Sehr schön. Haben wir es ernsthaft alle geschafft, als ich mit Elvin bin? Ja. Sogar ich hab's geschafft. Ach, du bist auch down gegangen? Ja. Gut, dann war ich nicht allein. Gut. Wollt ich essen? Das war ja schon fast los. Was? Ich wollte dich essen. Nee. Warte mal, wer rennt jetzt hier einfach so schnell vor? Wartet doch mal auf uns. Sonic und Tybox. Cassie steht da gerade rum. Also wenn, dann gehen wir schon alle zusammen. Ja, ich war nicht schuld, ich bin nur den beiden. Ja, ich musste mich kurz healen. Ist doch nicht schlimm. Oh, hier wird eben kalt. Das Dumme ist nur, ich kann keine Wärmerüstung anziehen. Au! Ja, aber da war du. Ja, aber da war die. Oh, Mensch, Cassie! Mann. Oh, ich glaube, jetzt geht's zum Tauchgang. Hä, was hast du mit Tauchen? Tauchen musst du erst im Kessel. Müssen wir hier runter? Fahr ich an. Und aufwärmen, denn mir ist kalt. Ich habe ein Rohr Hasen. Zwei rohe Hasen. Ich kann mich durch die hässlichen Schädel nicht wirklich alle hier abspeisen, so jetzt. Hier. Komm hier aus dem Weg. Habe ich noch Essen? Nein. Ich habe noch Essen. Ein Fisch und Nase. Wow. Ich habe mal einfach mit drauf. Ich hätte ja auch Essen, aber man hat ja mein ganzes Essen leergeräumt. Und da hinten fliegt wieder Cybot sein cooler Wagen. Ja. Das ist immer in der Nähe. Hat wer mal einen Hasen gegessen? Ich habe auch was draufgelegt. Nein. Sonic. Oh, ich hab den Hasen. Ich hab auch was draufgelegt, okay. Das ist schön. Hier fehlt doch schon wieder jemand. Hä? Eins, der ist schon vorne. Och, wer. Warte mal, warte. Was machen wir in der Ecke? Oh! Hier fehlt trotzdem jemand. Der kommt gleich raus, warte. Der, hey, ich bin halt schon längst weiter, ne? Arsch. Vor allem, man sieht dein Name-Tag nicht. Hä? Du stehst, aber man sieht dein Name jetzt. Ach, du hast dich da fest, ja. Das geht. Typisch Tybox. Doch auch ein Weg einfach von dem Ding, von diesem großen. Ich liebe diese Steine zu zerstören. Wir hätten jetzt eigentlich nicht unbedingt die Höhle ja hochlaufen. Ui, Medikamente. Okay. Schokoriegel! Schoko! Ich mag Schokolade! Tyrox! Alles gut! Die kommen bald dich abholen! Das war doch die Höhle da! Schokolade! Mike. Ja! Schokolade. Da hinten das gelbe. Auf bei ich uns sehe keine Schokolade, what the?
Melvin, ja, genau unter uns, guck mal hier. Ja. Melvin, Schokolade. In die Richtung dort. Lecker. Ist, da ist ein Freund von uns. In die Richtung müssen wir, da ist ja der Endboss. Ah, lecker. Okay. Also ich brauche noch Mutantenhaut, ne? Ich bräuchte auch noch eins, dann habe ich 10 Stück. Ich will nichts, ich brauche nichts. Oh, Mann, war der easy. Wie dient's euch? Mittag. Alter. Mittag. Tötet diese Ungeheuer namens Babys. Juhu. Ich bin ein guter Vater. Ich bin eine gute Nudel. War das jetzt in die Richtung? Keine Ahnung. Oh, eine Spinne. Trink. War das nicht auch irgendwo... Nee. Dude! Wo es mal runterging, aber... Bleibt mal hier. Ich gehe mal ganz kurz hier an der Seite lang gucken. Jo. Ich kann nicht mehr so das tragen. Und der Wasserfall ist zu laut. Keine Sorge, mein Wasserfall ist oft. Sind wir irgendwo hochgeklettert, Melvin? Weißt du das? Oder sind wir immer nur straight nach unten? Ich glaube, wir waren... Weil da geht's straight. Auf immer wieder höher. Ich glaube, wir waren straight nach unten. Oder mussten wir nicht tauchen? Nee, das war wegen dem Bogen. Stimmt. Also Höhle erkunden, bis was gefunden wird. Dann muss es einfach straight runter. Hier gibt's aber wirklich was zum Tauchen, ne? Ja, da kriegst du den verbesserten Bogen. Ich glaube. Da hinten ist eine Wand, da gab's aber auch nichts weiter, glaube. Wir haben noch. Warte mal. Ihr mich geholt habt, da sind wir auf dem Rückweg doch auch hier. Ja doch, warte mal, das war auf dem Rückweg. Wir mussten hier tauchen. Nee, da hast du getaucht wegen dem Bogen. Ja. Ach so. Nur mal so, wenn wir es geschafft hätten, ganz von dem großen Loch einfach runterspringen zu können, müssten wir ja nicht. Ja, aber ihr könntet runterklettern. Nee, können wir nicht. Die Wand ist nicht zum Klettern da. Das geht. Glaube ich. Man kann nur an bestimmten Wänden klettern. Nee, das gibt es. Ich habe mal ein Video gesehen, wo die das gemacht haben. Ja, das heißt, alles verbessert worden, Cassie. Alles so, dass du jetzt dich nicht einfach wieder runter tricksen kannst. Leider. Vielleicht würde es mit einem Schildkrötenpanzer gehen, aber... Nein, da ist mittendrin, die haben auf Mitte des Kessels so eine Art unsichtbare Barriere eingebaut und da geht nichts mehr. Echt? Ja. Kann man noch nicht mal runterspringen? Doch, runterspringen schon, aber nicht mehr mit der Rutsche zum Beispiel runterrutschen. Und wenn, dann würde ich mal schauen, ob wir da tauchen können. Also ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Ich folge dem Ei. Auch wenn es hier wieder in Seil nach oben geht, aber das liegt halt in die Richtung von dem gelben Häusel. Ja. Ah, guck mal, ich habe einen Guppi. Hä, hey, Leute, wo seid ihr? Weg! Weg! Nee, Leute! Das muss es sein. Also. Wenn wir nicht tauchen müssen, dann muss das sein. Stimmt ja, hier war doch dieser eine Bug da. Ja, das. Leute? Ja, das muss hier sein. Ne, hier ist ein Zelt. Harox, kommst du? Der kommt. Ich komm ja schon. Ätzlich nicht. Oh. Bin halt in meinem Alter. War echt. Hast du gehört, Cassie? Nee, Melvin, hier ging's nicht weiter. Hier hinten war Ebbe. Ja, ich kann mich doch erinnern. Dann machen wir mit Harox der GSP. So mal hier. Also der andere Weg. Ja. Yep. Tauchen also, oder? Nee, daneben der Weg, wo der Totenkopf-Pfeil, ach, da meinst du, weißt schon, was ich meine ist. Ja. Achso. Dann ab nach da. Leute, warum wartet auf mich, Leute? Easy. Warum springt denn ihr hier nicht einfach runter? So faul.
Hab gedacht, es wäre ein bisschen zu tief. Ja. Okay, Ferkel. Genau der Richtige. Ja. Muss man sprengen? Nein. Aber hier ist jetzt wieder dieses... Jetzt ist es da hinten. Ja, wahrscheinlich wird das so schräg entlang. Ich gehe jetzt um. Da hinten sieht es aus, als ob man es in die Luft jagen kann. Aber ich glaube, da ging es nicht weiter. Aber wir sind auf jeden Fall in der richtigen Höhle. Ja, man muss da was wegsprengen. Ja, ich hab da gerade was durchblitzen sehen. Hat jemand Bomben oder Dynamit dabei? Ich hab einen Sprengstoff bei. Ich dann, auch. Dann zünde. Ich Zündung! Steck's aber in den Stein rein, bitte. In den Stein? Ja, das kannst du rein... Nee, dann schmeiß es so hin, dass es nicht runterkullert. Kullert nicht. Gut. Oh, ich dachte schon. Ja, es hat geleckt. Ich dachte gerade, das wäre abgestürzt. Genau, Cassie, und hier kannst du dich hoch. Hier kannst du hochspringen. Ja, Leute, ihr könnt das, ne? Hab keinen Bock mehr. Also, ich brauch noch Mutantenhaut. Keine Sorge, das brauchen wir alle. Ja, deswegen mach ich das gerade. Nein, du nimmst mich nicht. Cassie, du kannst hier an der Seite hochspringen. Spaß? Alter! Cassie, ja, komm, komm, dann mach das doch! Meine gesamte Rüstung ist down! Warum? Cassie, Jana, hier kannst du einfach hoch. Cassie, komm mal her. Ich war da oben schon oben, aber ich bin wieder runtergesprungen. Ja, und jetzt hat sie Angst, da hoch zu klettern wegen dem Mutant. Der ist tot. Oh! Das hättest du dir sagen dürfen, jetzt ist sie instant oben. Wartet mal bitte auf mich, ich muss mich erst einmal kühlen, aufwärmen. Tarox will Cassie so hat Handball. Eine Fackel. Ich auch. Okay. Also darf ich aufmachen?